Ist das der Dookie-Account? Nee, Toyuki war der Dookie-Account, weil Obsess-Account, glaube ich, der war zu Loyalo. Also was heißt, ist halt nicht, das zählt alles nicht wirklich, wir haben mit alle viele Accounts. Und dadurch, dass halt Early Season jetzt hat die meisten Accounts noch nicht eingerankt. Und da ist Obsess-Account nicht Loyalo, er hat einfach nur noch keine Games drauf gespielt, basically. So ist es ja aktuell bei uns allen. Ein Dank des Cyprex, willkommen, Mann. Danke dir. Und danke auch an Show für deinen, fürs halbe Jahr. Danke, Cyprex, und danke, Show. 3000. Wir spielen gegen zwei China Top Lane. Woo! Oder Ashley liest in Top Lane, Ashley. Könnte auch sein. True. Schade. Ich war schon wieder hyped. Ja, jetzt ist ein Tryndamere getwitcht. Gegen Lee in Top Lane. Ich hab das Gefühl, ich konnte mich mit Tryndamere auch langsam langweilen, aber mir macht's Spaß. Und ihr seht ja, ich kann noch eine Menge besser machen. Besser Tryndamere hat das letzte Game nicht verloren. Aber ich glaube, Tryndamere ist dieses Game actually kinda bad. Nochmal in die Reha gehen. Ich meine, actually, Reha ist noch schlechter gegen Jenna als Trunner mehr gegen Jenna schlechtes. Yikes. In the river. Baptized in the river. Schon immer ist immer der Pick. I mean, der ist schon ziemlich OP, also so ist nicht. Aber ja. Hey, danke dir, Kiko, für deinen Sub. Willkommen, Mann. Danke dir, Brother. Danke dir, Mate. Nee, das passt doch so, hä? Was hast du, Thea? Also, wenn du es erst jetzt gesehen hast, ist deine Wut auch nur gespielt. Das ist ja schon seit Ewigkeiten so und du hast es noch nicht mitbekommen, also ja. Ich bin nicht gegen Lee Sin, sondern gegen Sin Zhao mit PTA. Das klingt anstrengend. Hörst du Skillet, weil du sie cool findest, oder kannst du dich auch noch mit der Band identifizieren? Ich kann mich nicht auch noch, sondern ich habe mich noch nie mit irgendeiner Band identifiziert. Nee, also um die Frage ernster zu beantworten, Raphael, ich habe noch nie Musik gehört und mir gedacht, so, ich bin wie der Dude da. Denn ich bin kein Rockstar tatsächlich. Weder von Linkin Park, Billy Talent oder Skillet. Ich mag bloß diese Art Genre. An Musik. Aber ich identifiziere jetzt mich mit niemandem von denen. Ich kenne die nicht. Entertainers. Heutzutage kann man nur Musik einer Band hören, wenn man Teil der Band ist. Nee, also ich kenne die halt alle nicht so. I don't know. Guckt mich jetzt auch nicht. Wenn ich die Musik mag, dann höre ich die. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin quasi kein echter Fan.
Ich weiß auch nicht, oh man, dass dieser Kartus-Bug immer noch nicht gefixt ist. Es ist so stupid. Wir sind alle in der Base stuck und Kartus kann schon losrennen. Fantastisch. Aber ist ja mittlerweile ein Feature. Ich weiß tatsächlich nicht, wie irgendwer von Billy Talent heißt. Es ist legit mein Lieblingsblatt seit Kindheitstagen, aber es hat mich nie interessiert, wie die mit Vornamen heißen. Oder wie generell. Also ich bin halt echt kein Fan, also was das angeht. Ich mag die Musik, aber die Person dahinter ist mir keiner. Ja, ist halt, die Person ist halt ihre Musik, basically. So wie ich League of Legends bin. Ich bin ja auch, ohne League of Legends würde der sich keiner von euch für mich interessieren, obviously. Ne? Billy heißen die alle mit Vornamen, die heißen locker alle Billy. Und der Hauptsänger, der Frontsänger heißt einfach Talent mit Nachnamen. Rolf, Peter und Frank, yep. Wer kennt sie nicht? Die Guten. Rolf, Peter und Frank. Father, Mother, Zelos, Oma, Own, Kai. Bam, 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 ba-da-da-da. Komm, dann Sau, wo bist du? GTA Ignite, er will mich abfacken. Kann ich gewinnen, wenn ich Aldra Last hätte und dann auf ihn jumpe? Na, nicht gegen Ignite. Oh mein Gott, er ist tiltet. Alle drei bekommen, er hat nur einen bekommen und er hat sogar noch Damage währenddessen nehmen müssen, aber er hat seine Passive, also hielt das hoch. Ich meine, der Damage ist keiner egal, aber es ist nice, die Minions zu kriegen und ihm welche zu denyen. Vor allem, weil jetzt den Minion sogar am Leben erhalten hat, weil er den anderen Minion so schnell gekillt hat. Es wird jetzt nicht gefokust, wird der Mage da hinten, dann pusht die WF noch schneller zu mir. Und ich kann chillen und dann Level 3 werden und dann fighten auf dem Bounce. But ne. Ja, dass der Mage immer noch lebt, das ist einfach ein großer Fehler von Sinn. Das ist so nice für mich. Weil ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Minion gemisst, ne? Oder? Habe ich einen gemisst? Nee. Da hat der Mage einen großen Verdienst dran, den er getötet hat. So geil, ein schöner Gank. Entertainer. Ah, oh, und jetzt eigentlich, der sind sie auch schon ziemlich doomed. Wenn die nicht wirklich freezen, so wie sie steht. Ja, wir haben actually alle 19 Minions. Wenn wir die beiden kriegen, haben wir alle 19 Minions bekommen. So geil. Aber nur aufgrund von Sensaus Fehler. Auch wenn wir keinen Gank gehabt hätten hier. Hätten wir alle 19 Minions der ersten 3 Waves bekommen. Aktuell sind wir immer noch bei allen Minions. Auch von der Wave Nummer 4. Und da haben wir gerade den ersten gemisst. Hallo, Darkness, my old friend. Was? So kacke, dass die Wave mit ihm reinpusht. Wenn mich jetzt hier noch Cancel kommt, der Level 4 Jungler. Was? Oh Mann. Ja, schade, ich wurde ein bisschen green für Vampiric Scepter. Das habe ich auch geschafft. Aber ja, ich wurde halt dann von Lee Sin basically gesund. Weil eigentlich kann der Sensor die Web nicht reinpushen, es geht nur dank Lee Sin. Und dann konnte mich auch ein bisschen noch canceln, was auch nervig ist. Was zum Fick macht er da mit, ey? Dass das actually funktioniert hat, ich fasse es nicht. Can't believe it. Warum ist die wieder reingegangen? So viele Fragen. Naja, hat für die Gegner funktioniert, dass sie gecheased haben, basically. Weil Vego hat sie gefightet für die Krabbe und dann Katarina ist einfach nach vorne gelaufen, obwohl viele Leute noch um mit denen herum waren. Ich hätte nicht stayen müssen, weil Recall TP'en können und fertig. Eigentlich beginnt das alles mit mir. Nicht einfach Recall TP'en, könnt ihr es nicht machen. Aber für mich ist halt nice, wenn ich nicht für schlechte Items Recall TP'en muss, sondern echt für gute Items. Naja. Immer noch doppeltes CS. Leute, 2 steht insgesamt, alles noch in Ordnung.
10,000 people, maybe more. Oh, mein schöner. Das war ein schöner Ding jetzt, mit seinem E. Ich meine, der ist ja nicht so schwer. Mein E war quasi auf ihm drauf und in der Sekunde, wo er sieht, dass er auf ihm drauf ist, macht er einfach sein E und ist ja quasi so ein Instant Dash. Es ist kein Blink, aber es ist ein sehr schneller Dash. Like a cancer grow. War wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, also wenn ich nicht zwischen den Waves live stehen kann, dann ist es ja auch schon ziemlich spooky mit Level 6 und Ignite. Mana mehr, wow. Oh mein Gott. Ich wollte so stylen, aber ich hätte ihn nicht getötet. Wenn ich jedes Mal Q, ich muss halt einmal Mini Q und dann einmal ihn. Darf ich ihn zu töten? Don't think so. Maybe actually. Wenn ich dafür flashe, wahrscheinlich schon. Also wenn ich, ob er noch flash hat. Hat er bei dem Gank geflasht? Eine weitere Frage, die ich nicht zu beantworten weiß. Naja, ist fein. Er hat ignoriert, ich habe geultet. Wir können jetzt aber den Reset nehmen. Der Candy Wave verpusht nicht, sondern nicht schnell. Und wir kriegen Potter und Pinkwort und Bass. In the sound of silence. Ihr braucht der Mana Refund auf der Q. Du meinst so wie früher? Das war geil. Das waren noch gute Tage. Als wir Mana Refund hatten. Ach man, die alte Rea war so viel cooler als die jetzige. Die jetzige ist auch cool, aber die alte war nochmal viel cooler. Gerade die Passive, aber vor allem auch Heaton Style und die Ult. Oh. Good times. Like a knife in the dark. Meint ihr Getabis? Ja, Lifestyle. What a beautiful wedding. Enemy killing spree. I chime in with the haven't you. So können wir hier vielleicht einen Kill spielen mit Karte 6? Man kann wahrscheinlich einfach ulten. Die Karte ist ult, der sind so. Nice. Mechanics. Never surrender. War nicht bad von ihm, aber er hat mich halt nicht gehittet, also konnte ich einfach zurückjumpen auf die Miniwave dann. Aber geh doch weg, oder soll ich dich tauchen? Warum ich ihn gerade auto-attackt? So Bock. Er ist der beste Spieler. Ich hasse ihn. Aber warum dasht er denn auf die Mini-Wave weg? Nein, mach's nicht. Ich hab gemisplayt. Ich hab davor Mechanics geflext, jetzt hab ich Mechanics mir die Hände gebrochen. Alter. Aber warum geht... The fuck? I'm AFK bei. Er hat gerade geintet und jetzt geht er AFK, weil er geintet hat. Das ist das Mental der Leute, Leute. Bro, er hat so hart gegrieft. Er wusste, dass er ein Vision ist. Lee Sintru Q trifft ihn und er ist AFK. Aber er ist ein Fake-AFK-Dude, nur er geht locker nicht AFK, er ist nicht Alpha genug, um ein Mann seines Wortes zu sein. Team Gap ist insane. Er hat gerade runtergerannt. Wo ist Team Gap da insane? Amen. Sorry for solo-killing my Toplaner. Sorry, dass ich nur 40 CS vorne bin. Es tut mir so leid. Team Gap ist insane, guys.
Ja, nice, dass sie nicht Hybrid gemacht haben. Rationality. Wir können eigentlich D-Wave pushen und resetten, aber nur im alten Patch. Wir müssen noch die nächste mitnehmen für Blade. Ja, der sind sauber, wird nicht mehr lane können, wenn ich Blade hab. Ah, ich hab nicht genug Damage dafür, fuck. Und da war der Kelmin hinweg. Charmin with the haven't you people ever heard of? Closing the goddamn door, no. Guck mal, das ist jetzt gerade Mike Shinoda, das weiß ich. Dass er der zweite Sänger neben Chester ist im linken Park, oder war halt. Bevor Chesters Ableben. Und das weiß ich aber nur, weil er ein Solo-Künstler ist. Also zumindest bei dem Album hier, bei Prost Traumatic. Und der hat davor auch sowas gemacht wie in Fort Minor mit Remember the Name. Von daher, den Namen kenne ich eigentlich, den Vornamen dieses Künstlers. Wahrscheinlich bin ich dann ein Linkin Park-Fan. Ja. Kann ich jetzt mit den Zorn hitten mit Level 8, auch mit dem neuen Blade? Reicht trotzdem nicht ohne Level 9. Ich mache jetzt 2% mehr Damage, deswegen habe ich gedacht, vielleicht reicht's. Weil es immer so ganz knapp ist, dass du mir nicht one-hittest auf Level 8 mit Blade. Aber auf Level 9 ist immer free. Vielleicht, wenn ich den Infernal Drag hätte, würde es reichen, aber den haben leider die Gegner. Holding every memory close. Tonight is for our goal. Ah, der Flash war bad. Ich hab bloß Angst, dass er noch länger lebt. Ich hab gepanickt, ist nicht gut zu panicken. Ja, ich kenne unter Symptome 100 zu 0 und er ist einfach zu behind. Rea mit Blade ist quasi wie damals Akali mit Gunblade. Einfach Fullbild. Ich wollte jetzt langsam noch sitzen, damit ihr da eure Stacks behaltet. Dann nimmt er mal den gesamten Turm mit Stacks, mit Stacks. Wir haben doppeltes CS nach wie vor. Ich würde hinter Botan TP'en und Botan auch noch töten, aber es ist Season 12, deswegen können wir das erst in einer Minute machen. Wir haben ein ziemliches Königreich hier oben aufgeschlagen. There but never there. Aber jetzt sind wir vor der Problemstellung, was wir actually als nächstes kaufen wollen. So, I don't fucking know. Shieldbow. Ah, ich glaube, Divine Sandra oder Gordrinker, aber Shieldbow? Gordrinker sieht nicht so geil aus gegen die Sinn und gegen sind sauer, also Midi-Champions only. Ich werde später auch relativ hart gekitet von Glacial Augment und Victor. Triforce klingt auch sehr... Vielleicht ist es actually besser. Als Divine. Actually wahrscheinlich Triforce ist besser. Da gibt es ja die gleichen HP. Mittlerweile. Sometimes you don't say goodbye once. Over and over and over again. Der Boss hat die Gegner recht stark. Davon haben die kein Topliner, die Gegner. Mal gucken, ob ich einen Unterschied machen kann. Can he be the difference maker? Maybe less. We were such a mess. Was, die sind nicht gestorben, ist der Mann. Fucking Guts out on the floor. Warum ist der so hohes Level? Ach, ist ein Midlaner, kein Botlaner. Nevermind, ich dachte Seraph war mit. Okay. Ah, der ist auch Level 10, der Seraph, hä? Warum? Warum ist der Level 10? Ich verstehe Botlaner einfach nicht.
Ich habe das ganze Game solo laned, ich habe sogar so gekingdomt. 150 CS in 15 Minuten. Gleiches Level wie ein Typ, der die ganze Zeit duo laned. Einfach geil. So, jetzt Richtung Triforce. Dann sah es immer noch recht weak, aber mein Team wurde FF. Das Mental meines Teams ist auch recht weak. Ich wurde getreten und er hat geflasht. War frech von Lissandra, dass auf der Wave da ist, honestly. Hat mein Int predicted da gestern. Was ist mein Int? Einfach mein aggressives Verhalten. Außer mir kann halt niemand aggressiv spielen und. Boah. Wir gehen einfach nur unter, wenn wir warten, I think. Aber ich muss halt, wenn dann intelligent aggressiv spielen, nicht so wie gerade eben. Hanging in the fucking balance. Over and over and over. If they capture me, they'll kill me. An enemy has been slain. Also sind sauer, dass die ganze Zeit mal auf K-Farm halt, was echt bitter ist, aber nichts zu ändern, whatever. Er wird eh nicht so useful werden wie Rea in dem Game hier. Könnt ihr einmal den Boden ehen, den Turm attacken und dann nochmal den Boden ehen? Zwei Sheen Procs. Bisschen schneller pushen ist nice. Eigentlich relativ gut hier für die Wave zu gehen. Ah, jetzt ist dann noch unser Mitternet gestorben. Ich glaube, wir müssen jetzt rechtzeitig schaffen zum Drake gemeinsam. Halt tot dafür. Bin ohnehin schon recht spät auch dran. Aber sie ist halt. Ja, na, vielleicht rechts. I've been on the low, I've been taking my time. Was kaufe ich jetzt für Leben? Ich gebe kein gutes Lebensalter mehr. Einer ist so tot genervt worden. Hullbreaker? Nein, wir sind nicht in Position zu contesten. Aber es ist der dritte Dragon, die gehen einfach free kriegen. Macht mich so traurig. Eigentlich mehr bin ich vor free, ich habe sie scheinbar gesund. Midwave ist wichtig, aber. Ich denke, obwohl Zeraf auch da war. Hält es nicht aus. Na, ich muss halt irgendwie das Game carryen. Ich weiß nicht wie. But I have to. Like a murder. Who can relate? Was geht jetzt für Leben? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche irgendein Armor-Leben-Item. Und einfach Spirit Visage oder so. Gefühlt. Aber es ist irgendwie leichter geworden, die kleinen Crux zu queuen, kann das sein? War sonst immer so hart, die anzuklicken, weil die so klein sind irgendwie. I don't know. Irgendwie leichter geworden. Vielleicht bin ich auch besser geworden. Aber eigentlich die Minions anzuklicken war immer schon so free, aber die kleinen Minions an, die kleinen Crux waren immer so hart. Honestly, keine Ahnung. Es gibt kein Leben-Item. Es gibt einfach keins. Oh mein Gott, ich muss. It can be hard. It can be so hard. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett überfragt. Es gibt einfach kein gutes Item mit Leben.
Ohne mein Boy Starks Gage. Der Cleaver ist kacke. Hydra. Honestly, ja. Es klingt auch scheiße, aber it's probably the only way. Oh, der Stance ist so bad. Warum wollen alle immer das Stance sehen? Leute, ich spiele gegen so viel magischen Schaden. Das Item gibt 45 Armor. Es kostet viel mehr Gold, hat 200 Gold mehr als vorher. Gibt weniger Resistenzen gegen physischen Schaden. Dafür 10% gegen Magic Damage Mitigation only. Item ist nicht gut hier. Ich würde viel lieber GA haben oder... Oh, ich habe nicht ganz genug AD. Und legit alles andere. Ich brauche auch Resistenzen gegen Magic Champion. Das Item ist nicht gut hier. Das ist ein fucking 1-4 sind Sau und Lee Sin, der mich kaum hitten kann. Ich werde die meisten Damage von denen dran nehmen. Und es reicht allein schon Tabis aus. Wir gehen hier Hydra und dann Titanic. Wir gehen Titanic und dann Spirit Visage. Oder vielleicht kurz End. Aber ich glaube, Spirit Visage ist lieber. Ich brauche vielleicht... Actually, ich brauche vielleicht kein Leben mehr zu dem Zeitpunkt dann. Weil der Stance wird so überschätzt, gerade auf Champions ohne hohe Bosen und AD-Werte. Oh, der ist immer noch da, okay. Ah, die gehen aber so unter Druck. Kann mich canceln? Nee, schafft er nicht rechtzeitig. Oh, den will ich auch noch haben, aber gut, er muss umdrehen. GG, that's game. Oh, das ist ein Team, hat, die gehen am gedeift und saut, währenddessen gewiss hat, also was 4 gegen 4. Ich hätte auch jederzeit reintippen können auf den Ward hier oder so. Aber ich fand das einfach besser, den Turm nehmen und dann den da töten, wenn sie rauslaufen. Nice, nice. Ganz nice, weil mein Team das sogar selbst gewonnen hat. Was eigentlich immer ganz angenehm ist, den Gegner schlechte Entscheidungen zu zwingen. Dann müssen sie halt eine schlechte Entscheidung wählen, weil sie jetzt unter Druck sind mit Sideline Pressure, der Split Pusher. In dem Fall halt von Irea. Aber ja, mein Team hat auch 4 gegen 4 gewonnen, was nice ist. Während sie den Greased hat, der ist eigentlich 4 Level hinter mir. Und 100 CS. Okay, nur noch 3 Level. Und nicht mehr ganz 100 CS. Immer noch mehr. Ich hol den einen, ich hab mehr Movement Speed. Ich hab ganze 3 Movement Speed mehr als er. Okay, wir sollten umdrehen. Aber wir haben ganze 3 Movement Speed mehr, dank Triforce. Psychopath. Okay, das Game ist unseres. Wenn sich jede verlieren, ist unser Game. After the first time, but an idol. Been a lover, been a cheat, all my sins need holy water. Little one. Well, it's straight ignited. Was ein Wilder. Hallo. Nicht mit mir im Busch gerechnet, I think. Hätte einfach mich mit QG Time, wird einfach getötet, einfach geil. Und das ist der FO Twitch Chat. Just in time. For the good stuff. Für das wir alle heute hier sind. Oh, noch ein schöner Irea Win. Das ist doch nice. Oh. Oh mein Gott, Crowley, can you believe it? 2 Millionen Augenringe hat sie eingelöst. Und dafür wird sie belohnt mit einem Gandalf-Cosplay. Und der ganze restliche Twitcher wird auch irgendwie belohnt, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Ist eigentlich nur für Crowley, keiner. I mean, es ist keiner für euch alle, aber ihr könnt euch bei Crowley bedanken. Kriegen wir ein Danke, Crowley, in den Chat? Kriegen wir das hin, Twitch-Chat?